Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind im Hex-Hex Park immer noch und machen spaßige Sachen, hoffe ich mal. Nur müsste ich dazu vorher wissen, wo. Da ist noch ein. Okay. Da ist noch ein, noch ein Teleporter und noch ein Yamyas. Okay. Wir haben nämlich ziemlich viel von wegen Yamyas und so gefunden, was wir noch nicht. Womit wir noch nicht mit ihm gesprochen haben. Was mir gerade eben aufgefallen ist, ich glaube, Mumbus Schädel ist in dieser Welt. Ein Teufelskopf, oder? Mal schauen. Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen. Es ist mittlerweile auch 23 Uhr, also ich bin vielleicht mal ein bisschen leiser, ich weiß ja nicht. Schauen wir mal. Ja, korrekt. Korrekt gecheckt. Kannst stolz auf dich sein. Danke schön. Noch scheiße. Oh nee, ich habe wieder zu wenig Leben. Weil wenn ich jetzt, aber ich glaube der Typi. Ah ja, ich glaube Yamyas sagt dir da Bescheid, wenn du was falsch machst. Nee, ich meine, der gibt dir Leben, wenn du so wenig hast. Ja. Also bitteschön. Trennen. Unterschiedliche Fähigkeiten habt ihr noch nicht. Lasst Kazooie daheim und kommt als Bär ganz schlicht. Eure Plattformen finden, das solltest du. Durch das Drücken von A seid ihr wieder eins im Nu. Und aufgeflattert ist auch noch. Ist dann alles. Eingedreht an! Yeah, cool. Jetzt können wir uns hier draufstellen und dann. Yeah. Ihr habt euch getrennt! Wenn du mit dem anderen tauschen möchtest, stellst du dich auf eine Plattform oder in eine bunte Wolke und drückst A, um wieder eins zu sein. Müssen sich die beiden Charaktere nur berühren. Cool. Jetzt haben wir keine Skills. Oh, Hype. Das ist ja super. Nee. So erstmal gar nicht. Wir gehen erstmal wieder zurück dazu. Mumbus Schädel, weil wir möchten da oben hinkommen. Oder Moment. Doch, das wird schon richtig gewesen sein. Oder? Naja. Gibt's hier drin vielleicht? Naja, da gibt's Trennplatten. Weil vielleicht kann man, wenn man nur Kazooie ist. Ja, genau. Was kann man denn als Kazooie so alles? Man kann fliegen. Kann ganz coole Sachen machen. Okay. Ist man mit ihr alleine auch noch. Ja, Alter. Oh. Was ist los? Hohoho, ist die schnell. Wie ist ein Sonic? Scheiße. Sie ist gleich tot. Ah, sie ist tot. Okay. Jetzt haben wir wieder voll Leben. Okay, alles klar. Los geht's nochmal. Erneut. Kommt kein Feuer? Sieht nicht so aus. Ah, da kommt's. Ah, scheiße, schon wieder. Ah! Ah, Alter! Manu, komm schon. Das muss jetzt schon geschafft werden, also. Kazooie? Nein! Alter! Ah! Bist du geistesgestört? Ah! 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 Oh Mann!
Oh, das ist böse. Das ist ganz, ganz böse. Wow. Ah. Oh, oh, oh. Alter. Ja, wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben. Hä? Ah! Ah, du Arschloch! Hm. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Ah. Ah! Ja, super. Wow, yeah! Zeig, ja, oh, ich zeig meine coolen neuen Moves. Ah! Oh Mann, oh. Alter! Ah! Das Derpy-Feuer kommt. Vorsicht vor dem Derpy-Feuer. Ah! Ah, Kazooie! Oh Mann, oh. Oh, ich verreck gleich. Also, Kazooie ist schon des Öfteren verreckt, aber ich meine, ich als Mensch. Ah! Ha! Hab ich dich ausgetrickst. Scheiße. Alter! Nein, nein! Wohohoho! Was ist da los? Hm, was ist hier los? Was muss ich hier machen? Hallo? Ja. Ich habe das Gefühl, es war sinnlos. Ja. Cool. Halb. Kann ich ja nicht. Ja, ich kann feuern. Hm. Ja, geile Sache, ne? Ach so, ich hab das Gefühl, dass ich weiß, was das ist. Hm. Cool. Ja. Ich muss da stehen bleiben. Dann, was war das? Z. Was muss ich drücken? A drücken. Kann ich mit... Ah, scheiße, das war blöd. Kann ich mit Banjo hier so einfach hochlaufen? Oh, jetzt muss ich hier... Nein, ich komme da gar nicht hoch, hä? Muss ich Banjo da draufstellen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ah, doch. Okay, da muss ich Banjo da draufstellen und Kazooie da hochlaufen. Das ist so anstrengend. Ja, Raiderhard. Ich weiß nicht, was sagt Kazooie da eigentlich? Wieso kann ich keine Rolle machen? Wieso braucht man dazu Kazooie? Na gut. Man wird schon seinen Grund haben. So, und jetzt A. Jetzt sind wir Kazooie und jetzt können wir da hochrennen. Hype. Ah, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Nein, 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 nein. Ah, Arschloch. Ah, Mist, 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 Mist. Ah. Ah. Oh, 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 oh. War scheiße. Nein, nicht sterben. Oh, oh. Gekriegt. Ich möchte noch mal sehen, wie Kazooie springt alleine. Wow! Ich hab das Gefühl, du wirst sterben, Kazooie. Hm. Ja. Oh, scheiße, jetzt tut mein Handgelenk wieder weh. So, berühren. Und wir sind wieder eins. Das ist ja super. Wo war denn jetzt die Teleporterplatte?
Dort drüben vermute ich sie, ja. Das ist korrekt. Dann benutzen Sie sie bitte. Weltraumzone. In der Weltraumzone habe ich gehört, soll es etwas geben. Ach ja. Weltraumzone, Weltraumzone, Weltraumzone. Schnell, Beeilung, 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 Beeilung. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen, Mann. Ja, wäre cool. Ja? So, da. I am the great mighty Boo and I'm going to throw my shit at you. Aber da kann ich den Text von Great Mighty Poo nicht. Ah, so, Sterne fliegen hoch in die Luft. Super. Und? Gib mir ein Puzzle. Okay, 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 okay. Nein. Oh, ah! Oh, komm schon. Oh. So fühle ich mich auch gerade. Mein Freund, ich kann mich vollkommen mit dir identifizieren. Ja. Ich glaube. Oh, scheiße. Nein, ich werde sterben. Ich bin tot. Ich glaube, das war im Vorgänger nicht so, ne? Im Vorgänger hatten sie, glaube ich, keinen, Realtime-Schatten. Ach nee, jetzt dürfen wir wieder von vorne anfangen. Oh Gott. Hallo, Frau Boggy. Hallo. Danke, dass du den kleinen Schlingel gefunden hast. Damit wir komplett sind, musst du noch zwei finden. Ah, wer sagt denn, dass ihr komplett sein müsst? Ach, hier drüben gab es ja noch was. Stimmt. Gehen wir erstmal hier drüben hin. Das liegt gerade so schön in unserer, in unserem Platz. Können wir nur mit dem Geldtransporter rein? Waren wir da nicht schon drin? Gab's doch nichts, oder? Hm. Man weiß es ja nicht, man vermutet nur. Oh Mann. Haben wir eigentlich noch die Fritten? Vermutlich, ne? Gehen wir erstmal hier rein. Waren wir hier schon mal drin mit den beiden? Nee, ne? Was ist das denn? Ach, das hier. Ja, hier gab es noch was von Yamias zu lernen, genau. Ha? So, ey du Minjo, stirb, Arschloch. Alter, okay, dann halt nicht. Ja, komm, die Noten habe ich. Vergiss es, Herumtreiber, das kannst du auch ohne die Flottüte lernen. Hey, du Frecher! Ah, da muss ich auf einer Trennplatte gewesen sein. Ah. Ach, da drüben ist einer, okay? Dann ist ja alles klar. Flottüte, du kannst abverdampfen, dankeschön. Ah. Kann ich nichts, außer ohne Kazooie. Man kann doch nicht mal schlagen, normal. Ahaha. So, also. Bin die Flottüte losgeworden. Schleudersack. Wenn du jetzt deinen leeren Rucksack hast, damit du ganz einfach die Bösen machst platt. Mit B schwingst du den Rucksack rundherum. Im Kampf gegen die Schurken ist das das Optimum. Das ist dann alles. Werd getreten. Seht ihr das Banjo da hinten? Der Rucksack ist offen. Das ist eine Fail-Animation. Boah, ich hab Spaß. Jetzt haben wir auch einen Abwehr-Move mit Banjo alleine, siehst du mal. Wie konnte man sich wieder vereinen? Einfach nur berühren, ne? Ja. Okay, aber man muss doch hier... Kann man vielleicht mit Kazooie da unten rein? Ich denke eigentlich nicht, ne?
Kann Kazooie da unten rein? Also rein physikalisch müsste es passen, aber passt nicht. Ah, kann man da? Ich hab was gesehen. Können wir da oben die leere Honigwabe einfach holen, indem wir da einmal kurz gegenbumsen? Glaub schon. Nein. Dann müssen wir da wohl eine Granate gegenschmeißen. Grenadei. Egg. Ja, passt. Und da hinten geht's sogar noch weiter. Habe ich mir gleich gedacht, das sah so aus. Pumpmaster 2. Luftschloss Pumpenraum. Da müssten wir anscheinend einzeln rein, oder? Ja. Ach Gott. Das ist ein bisschen anstrengend gerade. Okay. Das Problem ist nur, ich muss vermutlich nach dem Part hier Schluss machen. So, erstmal mit Banjo dahin. Banjo ist ja langsam alleine. Stell dich auf deinen Schalter, Banjo. So. Kazooie, du bist wenigstens ein bisschen schneller unterwegs als der Bär. Alter. Aber Kazooie hat auch viel weniger Leben. So, stellen wir uns da hin und jetzt sollte irgendwas passieren. Mit dem Pumpmaster. Nämlich Gegner erscheinen, super. Luftschloss Palisade. Ach, eine Hüpfburg. Ach so. Na gut, schauen wir mal rein, was da denn drin ist. Und ich höre schon einen Jinjo, oder ist das der Minjo? Gab's den Minjo? Nee, gab keinen Minjo. So, vereint euch bitte wieder. Dankeschön. Thank you. Stirb. Thank you. So, Hier muss jetzt irgendwo auch noch ein Jinjo sein. Gehen wir erstmal rein. Oh Gott, was ist das? Da passiert nichts, ganz klar. Das macht aber Spaß. Es steuert sich ganz lustig. Wieso fliegen wir? Ballonballerei. Willkommen zum Ballonballerei. Du musst in 60 Sekunden 50 Punkte erreichen. Soll ich dir die Regeln vorlesen? Ja. Es ist gar nicht schwer. Schieß die Ballons ab. Die blauen sind 3 Punkte wert. Grüne sind 2 Punkte wert. Und rote zählen nur einen Punkt. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Z war das, ne? Fertig, 3, 2, 1, los! Oh Gott. Alter. Die Steuerung. Aber man kann auch hochfliegen, ach so. Oh Gott, ist das umständlich. Oh Gott, ist das... Ah, das ist schrecklich. Wow, das ist ein bisschen merkwürdig. Oh Gott. Oh Gott. Ja, es steuert sich genauso beschissen, wie es aussieht. Wie viel muss ich denn überhaupt sammeln? Wie viele Punkte? Oh je, welch erbärmlich niedriger Punktestand. Kein Preis leider. Ein weiteres Spiel gefällig? Ja. Oh, wie viele müssen wir denn? Müssen wir 50? Hatte sie 50 gesagt? Vermutlich.
Oh Gott. Ah, ich bin echt ein bisschen krank. Alter, nimm den Ballon halt auch mit. Oh Gott, das ist purste Folter. Oh Gott, diese Steuerung. Ah. Wir haben 50. Das ist ja so unfair. Du gewinnst den Preis für das Ballonballerei. Ja, schön. Hust, hust. Können wir jetzt wieder rausgehen, ne? Ein weiteres Spiel gefällig? Ja. Dafür bekommt man bestimmt eine Cheeto-Seite, ne? Fertig, 3, 2, 1, los. Gott, das ist so schrecklich, diese Steuerung. Die ist echt nicht super. Ah. Ah. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch keinen Ego-Shooter von Banjo-Kazooie. Zumindest nicht einen, bei dem man fliegen muss. Ah. Alter, ist das schrecklich. Ah. Jetzt weiß ich, warum Vögel keine Eier spucken. Ist nicht so optimal. Aber generell, oh Gott, stellt euch vor, man wäre ein Vogel und man wird die ganze Zeit das sehen. Oh Gott. Na gut, man hätte sich dran gewöhnt, wenn man ein Vogel ist, aber... Wenn man vorher ein Mensch war, dann... Oh. Scheiße, wir brauchen noch... Scheiße, wir haben nicht genug Punkte. Erstaunlich, du hast deinen Rekord von 54 sogar unterboten. Ein weiteres Spiel. Ja. Och, Mann. Sei nicht so fies, Grunty. Sind dich gleich fies? Aber man muss sich dabei echt konzentrieren. Damit man weniger einigermaßen was hinkriegt. Oh. Oh Gott. Das hätte nicht sein müssen, Rare. Das macht keinen Spaß. Das ist schrecklich. Ah. Oh. Oh, wir haben 50. Okay. Wir können aussparen. Ugh. Gratuliere, der Rekord beim Ballonballerei. Steht jetzt. Ach so. Oh, man kriegt doch nichts dafür, scheiße. Dann lass mich raus, du Arschloch. Boah, ah. Das war super. Wie wir ganz elegant rausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob man das dann nur mit Kazooie aufkriegt. Oder was man da anstellen muss. Ah ne, das war der Minjo. Oder der Minjo, der da rumpfeift. So. Okay, dann war das erstmal für den Teil, denke ich mal, oder? Moment, eine Sache. One thing I want to probier out. If I climb up there. Then what will happen?
Momente, please, weit. Ich will nochmal schauen, was es denn da drüben gibt. Passiert wirklich? Moment, kann man vielleicht da, wenn man da... Ah, haben wir doch gleich gedacht, siehst du mal. Und kann ich da auch wieder... Drücke B und genieße den atemberaubenden Anblick der Weltraumzone von der Gondel aus. B. Wow. Beeindruckend. Ja. Spannend. Leere Honigfarbe. Okay. Im nächsten Part geht's dann hier oben weiter. Und bis dann. Ciao.